gleich vorweg, damit ich niemandes Zeit verschwende. Es folgen zwei Verschwörungstheorien kleinerer Art. Gedanken, Dinge, die ich nicht weiter beweisen kann, sondern nur Mutmaßungen. Wer also nur an reinen Fakten interessiert ist, kann bei diesem Video gleich wieder wegdrehen. Alle anderen, willkommen bei meinen persönlichen kleinen Verschwörungstheorien. Eine Verschwörungstheorie an sich ist grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. In seiner ursprünglichen Bedeutung heißt es einfach nur, dass man eine Theorie hat. Und der Teil mit der Verschwörung ist dann nur mehr eine Detailinformation, bedeutet ganz wertneutral, dass man also eine Theorie aufgestellt hat, in der es um eine Verschwörung geht. Natürlich wissen wir alle, dass es inzwischen schwierig geworden ist, den Begriff wertneutral zu benutzen. Ich will es in diesem Video trotzdem versuchen. Denn auch ich bin so einer. Auch ich habe so meine Theorien. Deutlich kleiner und, wie es in der Natur der Sache liegt, nicht wirklich beweisbar. Denn gäbe es Beweise, dann wäre es ja keine Theorie mehr. Aber, wie ich denke, zumindest argumentativ durchaus zu verteidigen. Die erste Theorie befasst sich mit der Thematik Selbstmord bzw. mit dem Umgang der Allgemeinheit, insbesondere der Medien und des Staates mit dem Thema. Da ist man von allen Seiten darauf bedacht, möglichst nicht über solche Ereignisse zu berichten und wenn, dann nur das Allernötigste. Dabei sollte man doch glauben, dass man ein Interesse daran hätte, das Thema so gut es geht zu erfassen und darüber aufzuklären. Und wenn jemand so verzweifelt ist, dass er sich das Leben nimmt, dann hat er es verdient, dass man sich genau anschaut, was los war, dass man dann versucht, in Zukunft auf die jeweilige Problematik besser zu achten. Natürlich wird man auch dann nicht jede Tragödie verhindern können, aber man könnte es wenigstens versuchen. Die offizielle Begründung für diese Zurückhaltung beim Thema Selbstmord ist die, dass man einen Leiden des jungen Werther-Effekt verhindern will. Selbstmord soll nicht als schick erscheinen und jene, die bereits an der Kippe sind, sollen keine Inspiration oder gar Ermutigung erhalten, es tatsächlich zu tun. Nun, das mag so sein. Trotzdem geht meine Theorie in die Richtung, dass das nur ein Teil der Wahrheit ist. Ich verdächtige den Staat, für viele Selbstmorde verantwortlich zu sein. Und wenn das so ist, hat der Staat natürlich ein Interesse daran, dass man beim Thema Selbstmord nicht allzu genau hinschaut. Wie komme ich jetzt auf den Gedanken? Wenn man einen Psychologen fragt, was das Schlimmste ist, das einem Menschen passieren kann, die Situation, die für die Psyche eines Menschen die absolut verheerendste, unerträglichste ist, was ist das? Die Antwort: eine Situation, in der man völlig ausgeliefert ist und man selber nicht die geringste Möglichkeit hat, etwas zu beeinflussen, wenn man also völlig die Kontrolle verliert. Und wo kann es in unserer Gesellschaft dazu kommen, dass man plötzlich völlig rechtlos und ausgeliefert ist? Genau, sobald man einen Konflikt mit dem Staat hat. Denn das System ist so, dass man in so einem Fall nicht etwa zu einem unabhängigen Gericht gehen kann, der in diesem Konflikt dann entscheidet. Nein, man kommt vor ein Staatsgericht mit einem vom Staat vollständig abhängigen Richter, der sein ganzes Leben auf einer Ausbildung aufgebaut hat, die nur innerhalb des Staatssystems einen vermeintlichen Wert hat und der vor seinem ersten Richterjob geschworen hat, immer auf der Seite des Staates zu sein. Also, wer diese Verklausulierung jetzt nicht verstanden hat, ich bestreite, dass staatliche Richter unabhängig sind. Das sind sie nur in einer Welt, wo das Wort unabhängig keinerlei Bedeutung hat. Viele Menschen sind in der Lage, die Wahrheit zu ignorieren, sodass ihnen das wenig ausmacht. Aber sensiblere, bedachtere Menschen, die die Wahrheit erkennen und realisieren, dass sie keine Freiheit haben, und reines Objekt staatlichen Handelns sind, ohne echten Einflussmöglichkeiten, die kommen in diese psychische Ausnahmesituation der völligen Hilflosigkeit. Und wenn sie keinen Weg finden, damit umzugehen, bringen sie sich ob der völligen Sinnlosigkeit ihrer Existenz um. Ein
zweiterer, viel kleinerer Aspekt ist der, dass Männer viel stärker vom Thema Selbstmord betroffen sind als Frauen und es deswegen niemanden wirklich interessiert. Wäre die Sachlage umgekehrt, hätten wir nonstop Krisensitzungen und der Staat würde Milliarden und Abermilliarden zur Prävention ausgeben. Aber da es hauptsächlich Männer sind, die es betrifft, ist das Problem erstmal nicht so dringlich. Aber das ist eher ein Nebenaspekt. Der Hauptaspekt ist der, dass der Staat schuld an sehr vielen Selbstmorden ist. Der Staat weiß auch, dass er an den Selbstmorden schuld ist. Und der Staat will aber nicht, dass die Menschen das erkennen. Deswegen die Forderung, über Selbstmorde möglichst nicht zu berichten, unter dem fadenscheinigen Vorwand, dass man Selbstmord nicht attraktiv machen möchte. Wie gesagt, eine Theorie. Es kann nicht bewiesen werden. Die zweite Theorie betrifft auch wieder die Justiz, und zwar ein Phänomen, für das man eine Erklärung finden möchte. Die unterschiedliche Behandlung von Inländern und Ausländern vor Gericht. Natürlich kann das nicht sein, denn unsere unabhängige Justiz würde niemals etwas anderes beachten als das pure und reine Recht. Deswegen hier meine persönliche Verschwörungstheorie zu diesem Thema und gleich vorweg, damit hier niemand was unterstellt, ich sage nicht, dass es so ist. Es ist nur eine Theorie. Nein, die Justiz ist nicht ausländerfreundlich und inländerfeindlich. Die Justiz ist dieser Verschwörungstheorie nach schlicht und einfach geldgierig und Staatsanwälte, Anwälte, insbesondere Abmahnanwälte, Gerichte konzentrieren ihre Anstrengungen in jene Richtungen, wo es Geld zu holen gibt. Ein Arbeiter benutzt hinterlistig einen Coupon, den er eigentlich nicht benutzen dürfte. Da kommt gleich das große Betrugsverfahren, bis alles ausjudiziert ist und die Taschen der Anwälte, Gutachter und sonstiger Justizparasiten gefüllt sind und nichts mehr zu holen ist. Falls vorher schon nichts mehr zu holen ist, ist übrigens der Fall auch ganz schnell geklärt. Deswegen erscheint es so, als würde die Justiz strenger mit Inländern umgehen. Da gibt's Geld. Die Justiz hat kein Interesse an Messerganoven aus woher auch immer, weil es bei dem nichts zu holen gibt. Und deswegen können diese Leute auch mit 100 Vorstrafen problemlos immer wieder freikommen, während die Justiz beim arbeitenden und damit ausplünderbaren Menschen ganz genau hinschaut und die Hand aufhält. So die Theorie. Ein anderer Aspekt dieser Geldgier innerhalb der Justiz: Ist es nicht eigenartig, dass in erstinstanzlichen Urteilen praktisch immer ein katastrophaler, völlig offensichtlicher Fehler eingebaut wird? Ein Fehler, der so klar und eindeutig ist, dass selbst jeder Laie diesen als Fehler erkennen kann. Auch das ist gemäß dieser Theorie Absicht. Denn was passiert denn in so einem Fall? Der Verurteilte erkennt den Fehler, regt sich auf und geht zum Anwalt. Und der reibt sich dann natürlich die Hände, erklärt: Selbstverständlich, Sie haben recht, dieser Teil des Urteils ist eindeutig völlig falsch. Und schon kann die nächste Runde der Ausplünderei losgehen. Das wären meine beiden Theorien. Danke fürs Zuhören.